Lastenräder von Riese und Müller fühlen sich so ein bisschen an, als wären es PKWs. So gut sind sie gebaut. Das Ganze gilt natürlich auch für die Aufbauten, für den Rahmen, für das ganze Zubehör, was es dafür gibt und insbesondere natürlich für die Hightech-Bremsanlage, die hier eingebaut worden ist. Fängt an bei dem, ich sag mal, Licht, was ja ganz wichtig ist für so einen Fahrer, denn diese Fahrräder werden natürlich auch in einer Zeit benutzt, wo es ein bisschen dunkler ist. Gewöhnungsbedürftig ist es trotzdem so ein bisschen, denn ich sag mal, es fährt sich eigentlich wie ein normales Fahrrad mit dem Unterschied, dass die Lenkung zwar in der Mitte ist, aber gelenkt wird vorne. Hallo Lucien. Hi Sven. Ja, das ist ein Lastenrad, vollgefedert, was ganz Besonderes. Einsatz hier, ist es Family, Gewerbe, egal? Also hier haben wir absolut den super Allrounder. Ich behaupte mal, das ist das beste Lastenrad so der Welt, weil man kann, klar, man kann das halt immer behaupten, aber welches Lastenrad mit als Long John, also vorne lang halt, hat eine Vollfederung. Das hat halt Riese Müller vor ein paar Jahren entwickelt und momentan gibt es ja jetzt auch noch nicht so wirklich was, was in diesen Komfortbereich und in diese Stabilität reinkommt. Ja, es sind ganz viele Komponenten langlebig ausgeführt hier. Das bedeutet, hier wird auch Stahlfedern gesetzt, die sind unkompliziert, halten ewig. Genau, also ein Stück robuster als die Luftfeder ist mit Sicherheit, lässt sich auch ganz gut einstellen. Also im Prinzip steht es in der Luftfeder gerade in diesem Anwendungsbereich nichts nach. Da sind wir dann eher im sportlichen Bereich, wo es dann drauf ankommt, die Elemente ein bisschen genauer einzustellen. Ja, was ganz schön ist, die Schaltung XT. Das heißt, eine gute Mischung eigentlich aus der besten Schaltung, einer irren Reichweite. Wir haben zwei Batterien hier drin oder drei. Wie viel sind drin? Ja, zwei Stück, jeweils 500 Wattstunden. Das heißt, da kommen wir richtig weit mit. Und gerade beim Lastenrad macht es ja auch durchaus Sinn. Je nachdem, wie viel Gepäck dabei ist, kann man die extra Power gut brauchen. So, sind zwei Stück. Das Ganze ist auch an einer Stelle angebracht, wo es nicht wehtut. Cargo Line, was ist das für ein Motor? Ist das eigentlich ein CX oder mit einer anderen Software? Wie läuft das? Ja, das ist ein CX-Motor, also hat auch das Magnesiumgehäuse, hat auch den Freilauf, wenn man halt nach über 25 fährt. Man muss natürlich dabei sagen, der Motor muss dabei auch an sein. Ne? Leute sagen, ja, ich mache den aus und habe trotzdem den Widerstand. Ne? Also nur mal der Hinweis dazu. Zweiter Punkt ist, wir haben eine Unterstützungsleistung nicht von 340%, sondern von 400%. Das ist halt der Unterschied zum Cargo Line. Und er ist halt im Ansprechverhalten anders wegen den Lasten. Das heißt, im unteren Bereich geht er mehr nach vorne, weil das Anfahren hier ein bisschen problematisch ist, wenn man hier 30, 40, 50 Kilo beladen hat. Ne? So, wir reden nach wie vor über ein Fahrrad, nicht über ein Kraftfahrzeug hier, denn da gibt es deutliche Unterschiede. Wenn man sowas natürlich zulässt mit 45 km/h, brauche ich einen Führerschein, brauche ich einen Helm, all das brauche ich hier. Es macht natürlich Sinn, einen Helm anzuziehen, aber ich muss es nicht. Das ist ja gerade jetzt bei Leuten, die viel unterwegs sind, auch mal schnell der Fall, dass man sagt, man fährt mal eben. Und ich werde auch nicht angehalten. Ich habe einen Versicherungsschutz hier mit dabei. Es ist ein richtiges Fahrrad. Genau, hier haben wir noch das klassische Fahrrad. Wir können es auch in der Highspeed-Version konfigurieren. Bedeutet dann halt, dass ich die 45er-Version mit Kennzeichenpflicht und so weiter habe. Ist bei Lastenrädern auch durchaus beliebt mittlerweile. So groß ist die Hürde dann ja doch nicht, sich das Kennzeichen zuzulegen. Aber so in der Variante, wie es hier steht, kann ich es auch auf dem Radweg fahren. Ne? Ja, da ist ein sinnvolles Display ist mit dabei, mit Navi eingebaut. Ob das dann, ich sag mal, in der Praxis genutzt wird, sei mal dahingestellt, weil viele, kann ich mir vorstellen, machen da jetzt eine Handyhalterung dran, dass man auch das Mobiltelefon da nochmal nutzen kann mit Freisprechenrichtungen und Kopfhörern und allem drum und dran. Nee, da muss ich leider widersprechen. Also die Sache ist, es gibt das auch zum Konfigurieren mit dem Smartphone-Hub und dann kann ich ja mein Handy dran stöpseln, ist dann auch ein bisschen günstiger und kann mich dann über das Handy navigieren lassen. Das Besondere bei den Nuren hier von Bosch ist ja, dass es auch momentan das beste E-Bike-Display auf dem Planeten ist, weil es halt diese komplette Integration hat, dass es auch Standalone ist. Das heißt, du kannst rein theoretisch gesehen abends hingehen, kannst dir deine Route planen und dann berechnet er dir mit GPS, Galileo, mit den ganzen Satelliten vorher schon, dass du bei der Tour nicht anfangen musst, das ganze Kartenmaterial runterzuladen. Das heißt, der berechnet dann die ganzen Satellitenbahnen, ne, von allen wichtigen Sendern und dann kannst du direkt losgehen. Und das ist schon ein sehr hochwertiges Navigationssystem, keine Spielerei. Also ich habe sogar in meinem
neuen VW das Navigationssystem nicht einmal benutzt, weil ich alles mit Google Maps mache. Aber es ist so, wenn du der Typ bist, der abends natürlich seine Route ganz genau plant, dann losfährt mit allem drum und dran, dann sei es mal dahin. Was ich toll finde, ist die Bereifung. Du hast eine Mischbereifung hier mit drauf, die sehr spannend aussieht. Du hast ein Smart Sam drauf. Das heißt, du darfst auch hier mal auf den Schotterweg fahren. Ja, genau. Das ist halt der Allrounder, der bewährte Smart Sam, der halt gut auf Schotter, aber auch Straße fahren kann, weil er hier einen Mittelsteg hat. Und mit den Rückenstollen hier kommt er halt auch im unwegsamen Terrain ganz gut vorwärts. Aber zu dem Display, das darf ich nicht so stehen lassen, weil es gibt Leute, die sind mit Google Maps durch die Gegend gefahren, haben sich unheimlich verfranst. Wir haben hier extra Bike-Maps drauf, also echte Karten für Fahrradfahrer. Nur mal so der Hinweis dazu. Im Auto ist das nochmal eine andere Sache, da gebe ich dir recht. Gut, wir wollen es ja nicht streiten. Du hast recht. Ich habe meine Ruhe. Bremslicht ist es drin? Ja, Bremslicht ist drin. Ich habe es eben kurz mal demonstriert. Wenn du hier drauf drückst, hat die Verbindung mit dem Akku und mit der Bremseinheit, mit dem Akku und mit dem Rücklicht. Und dann siehst du hier in Echtzeit. Also ich drücke drauf. Jetzt. Und das ist nicht so ein verzögertes, sondern direkt. Dann sieht der Hintermann, ups, ich muss jetzt mal langsam machen, sonst könnte es knapp werden. So, die Box ist ja nicht serienmäßig dabei, die kann man dazu konfigurieren. Man kann auch Kindersitz reinmachen. Genau, es wäre auch die Möglichkeit da, statt dieser abschließbaren Box, wie wir sie jetzt hier haben, zwei Kindersitze dazu zu konfigurieren. Es gibt das Rad auch komplett ohne Box. Haben wir hinten in der Ecke auch noch einmal da stehen. Da lässt sich eigentlich alles ganz individuell konfigurieren, wie man es braucht. Ja, ihr habt einige da. Ihr seid Riese und Müller Erlebnis Store. Das bedeutet, ihr habt, ich glaube, fast alle, wenn nicht alle Fahrräder zum Testen hier, oder? Ja, wir haben alles an Riese Müller Modellen, also die komplette Range, alle Farben, alle Größen. Und wir werden jetzt auch, oder sind jetzt dran, in 2-3 Wochen werden wir Cargo Hub werden. Das heißt, wir haben den nächsten Level nochmal, also das mehr geht dann auch nicht mehr. Das heißt, wir haben die komplette Bandbreite an allen Cargo Bikes, die hier vorne zum Beispiel stehen. Ja. Und das ist halt dann, ja, dann haben wir auch nochmal eine riesen Auswahl von den ganzen Lastenrädern. Also das sind jetzt Longtails, ne? Also hinten ist es lang. Und nicht also fährt sich wie ein normales Fahrrad eher, oder? Genau, ja. So, das ist hier ein bisschen anders. Ich bin es mal gefahren, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man hat schnell raus, weil es ist ja schon ein langes Teil, aber es ist, wenn man es mal raus hat, fährt sich eigentlich wie ein normales Fahrrad. Durch die Unterstützung natürlich ein Traum, Berg hoch, Berg runter, 1000 Wattstunden Akkukapazität, das ist gut. Ja, das fährt sich richtig gut. Du kannst sogar auf dem Trail mitfahren. Also dadurch, dass es jetzt voll gefedert ist, kannst du wirklich auch ein bisschen ins gröbere Gelände fahren. Am Single Trail, echt? Ja. Springen geht auch? Soll schon mal passiert sein. Nee, springen würde ich jetzt vielleicht nicht mit. Also 36 Kilo plus dann die Zuladung, wofür es gedacht ist. Das Breite? Was hat so eine Breite eigentlich? Eine Länge? Länge vom Radstand weiß ich gar nicht auswendig. Ich glaube, wir sind bei 2,45. Müsste ich nachmessen. Also 260 würde ich sagen, oder so 250. Ja, wir können es ja reinschreiben, also in die Videobeschreibung, dass es drin ist. Auf jeden Fall so ein langes Ding, dass ich es ins Wohnmobil nicht reinkriegen würde. Wir machen mal, bitte mal den Lenker ganz einschlagen, dass ich mal sehe, was ich hier noch sparen kann von der Länge. Also wenn es, das war's, gell? Aber ein bisschen was kommt noch raus. Ja. Dann hat es einen Hauptständer, das heißt, es steht komplett alleine. Wir brauchten keinen Ständer zum Filmen. Genau, es steht wunderbar auf zwei Füßen. Christian demonstriert es gerade. Einmal vorschieben und dann ist das massive Teil auch eingeklappt. Gerade wenn halt ein bisschen Last vorne in der Box ist, muss das schon ein massives Teil sein. Ist auch jetzt eine Sache, die ich nicht zwingend klauen würde, so ein Fahrrad. Also da würde ich mir jetzt weniger Gedanken machen. Trotzdem ein ordentliches Schloss macht Sinn. Preis von dem, wie es hier steht, was kostet sowas? Bis auf den Cent genau sind wir bei 8.628,30 € in der. Ja. Nochmal bitte. 8.628,30 €. In der besten quasi Touring-Ausstattung mit Kettenschloss, Doppelakku, Tasche dabei, bestes Display, Neon-Display, der grobstolligen Smart Sam mit 2,35er Breite und dem Hardcover Cup. Das kommt noch dazu. Ne? Und Fernlicht ist auch dabei. Klar, Fernlicht ist dabei. Ne? Wir haben natürlich hier alles, was geht. Ne? Ja. Die Fernlicht-Taste nochmal entdeckt. Das ist der Lover, genau. XT-Schaltung halt mit GPS-Sensor, dem RX-Chip, voll gefedert. Hier ist alles drin, was halt geht. Also, sag mal, wenn ich jetzt eine Nabenschaltung haben möchte, geht auch, oder? Naja, klar, es geht auch. Also relativ beliebt ist das Modell sogar mit der Roloff, mit der hochwertigsten Schaltung, sag ich mal. Und dann als HS-Version, dann hast du halt ein richtiges Fahrzeug. Ne? Aber dann wird es halt dann auch knapp fünfstellig dann. Ne? So, du darfst mal vorne reinsetzen, Lucia. Und der Kollege fertig mal.
Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich nicht gemacht. Das sollte aber gehen. Also ich denke mal, es ist ein Lastenrad. Die Gesamtbelastung, was darf das eigentlich? 200 Kilo dürfen wir. 200 Kilo, zwei Kinder ist einmal Lucien. Und das probieren wir jetzt mal aus. Da es ja ein Fahrrad ist, ich meine, er ist jetzt eine Last. Bitte was? Leichter ist, oder? Nö, das passt, Lucien. Du bist schon... Wir haben das übrigens nicht abgesprochen. Ach, wirklich? Nee, wirklich nicht. Aber ihr kennt mich ja. Wir werden auch gleich noch mal kurz auf den Lenker eingehen, denn der Sitzposition und alles ist extrem schnell verstellbar. Das sehen wir gleich mal. Das ist extra dafür gebaut, dass mehrere Personen das auch benutzen können. Schnell. Genau, lässt sich schnell auf jede Größe einstellen. Also am Sattel habe ich den üblichen Schnellspanner und vorne am Lenker habe ich halt auch die Möglichkeit, die Lenkerhöhe einzustellen und auch den Lenkerwinkel. Bleib doch mal stehen, dann kann ich es auch mal filmen. Da wegen der Sonne, so sieht's aus. Ja, wer will? Wer hat noch nicht? Du fährst, der Lucien geht mal vorne rein. Ihr kriegt das hin. Wie wiegst du? 65? So, der Lucien fährt, macht noch den Sattel ein bisschen tiefer. So, es wird mal wieder in die Annalen von Green Bikes eingehen. Konrad, ja. Konrad bei Green Bikes. Ja. 200 Kilo, sagst du, darfst du insgesamt? War schon einen schweren Gang drin. Soll ich nochmal hochschalten? Zum Rumdrehen vielleicht. So, spätestens jetzt ist das Sonderangebot schon. Weg. So. Was? Da passe ich gar nicht rein. Ja, es macht nichts. Okay. Geht. Das Lastenrad. So, der Wendekreis. Können wir uns ja gleich mal angucken. Warte, ich zieh mal das Weitwinkel ein bisschen auf. Geht. Das nenne ich ja mal ein Lastenrad. Okay, Test bestanden. Das heißt, da war jetzt was drin vorne jetzt an Gewicht bei dir? Oh, ich glaube so 68. 68 Kilo. Ungefähr, genau. Und das Fahren ging noch, oder? Das war ja, das ging. Das Einzige, was ein bisschen blöd war, weil das nicht davor vorgesehen ist, der Tobi hatte halt hier nicht die Möglichkeit, richtig drin zu sitzen, dadurch, dass der Schwerpunkt ein bisschen weiter oben war. Er soll ja da auch eigentlich gar nicht drin sitzen. Ja, das ist ja eigentlich gedacht für Kinder. Wenn das hier noch, also wenn er richtig auf der Bodenplatte hätte, dann wäre es noch besser vom Fahrfühlen, aber es ging tatsächlich. So, dann fahren wir ohne, dass man mal sieht, wie wendig das Ganze ist. Was hat ja schon, ich sag mal, einen gewissen Wendekreis ist ja schon vorhanden. Jo, ist schon ein bisschen was. So, einmal im Kreis. Ein recht hartes Licht hier, aber es geht. Tschüss, Leute. Der Motor geht schon gut, oder? Ja, der Motor geht super. Und man sieht es auch gerade, er wippt ein bisschen drauf. Also das Ding fährt sich auch super bequem. Also auch wenn man vorne eine Last drin hat, also meinetwegen die Sprudelkästen oder dergleichen, kann man mal über die Bordsteinkante fahren, da passiert gar nichts. Das ist halt super gefedert. Er muss echt aufpassen, wenn er sich jetzt legt. Ich habe es am Video. Ja, ein vollgefedertes Lastenrad, das ist, glaube ich, das ganz Besondere. Weil viele haben ja nicht die Federung und das ist im Alltag natürlich ein Traum. Also die Vollfederung hat natürlich den Vorteil, dass du auch mal fahren kannst mit einem Bordstein oder irgendwie jetzt eine Rüttelpiste, das geht auch. Spaß, also es ist echt jedes Mal erstaunlich. Ich bin das jetzt längere Zeit nicht mehr gefahren. Ich bin das mal letztes Jahr auf einem Event gefahren für Händler. Und das ist schon... Ich hatte, also wirklich, es macht, irgendwann bist du so drin da drin, dass du das gar nicht mehr fühlst, dass es ein bisschen schwerer ist, ne? Ein bisschen länger ist. So, da ist es. Der Konrad, powered by Green Bikes, Erlebnis Store. Am besten nehmen wir es nochmal mit rein und dann zeigen wir mal das Ganze. Wir sind in Kaiserslautern, in einem wirklich denkwürdigen Gebäude. Und sie haben erweitert
Hier vorne ist das denkmalgeschützte Gebäude. Das ist so das Hauptgebäude. Da sind jetzt hunderte von Fahrrädern drin. Und seid jetzt rechts nebenan, habt einen Dreh-Eldorado geschaffen, wo wir jetzt die Videos drehen können, ohne dass uns irgendjemand stört. Genau, also es soll so ein bisschen der Next Step sein. So auch ein bisschen haben wir mehr Lagerkapazität, also was heißt Lagerfläche gebraucht halt. Und da wird so ein bisschen so diese Cargo-Hub-Area sein und Kinderräder so ein bisschen. Und halt können wir da in Ruhe drehen. Also es ist halt einfach nochmal ein bisschen mehr Ausstellungsfläche. Ist genau neben unserem Hauptgeschäft und ist eigentlich nur einen Meter weg davon. So, ihr seid auch auf Facebook, Instagram und was weiß ich allem, da kann man das Ganze angucken. Aber die Videos beschreiben eigentlich so den alltäglichen Einsatz. Wo werden denn die meisten Anfragen gestellt? Ist das jetzt im gewerblichen Bereich oder sind es Families? Sowohl als auch, weil es gibt ja hier auch noch einen anderen Aufsatz. Ne? Also dass da, also wir hatten schon viele Handwerker hier, aber auch Familien, die halt sagen, ich will hier meine ganz kleinen Kinder reinsetzen. Da gibt es auch zwei Sitze drin, wo ich dann halt, können wir auch mal in einem anderen Video vielleicht mal zeigen, wenn wir diesen Aufsatz da haben. Du könntest halt theoretisch gesehen so kleine Mini-Recaro-Sitze reinsetzen, da können die Kinder schön da fest drin sitzen und sind sicher nicht und können nicht rausfallen, wenn sie halt nicht dieses Longtail wollen. So, ich habe es eben erwähnt, der Lenker lässt sich schnell verstellen, sogar in der Neigung geht auch. Das heißt, du kannst es an jeglichen Fahrer anpassen, sowohl von der Höhe als auch in der Neigung. Der war jetzt ganz unten. Im Gegenteil. Er war ganz oben. Du kannst halt von der Neigung halt noch sehr viel einstellen. Das sind die kleinen Hebel an der Seite, mit denen kannst du halt einstellen, ob dir der Lenker ein bisschen entgegenkommt, dass du halt weniger Reach hast. Kannst du auch einklappen, wenn du jetzt von der Höhe den Platz brauchen würdest. Das ist hier bei dem Rad nicht so relevant, aber vor allem kannst du halt individuell anpassen, dass du bequem drauf sitzt. Genau, ganz nach vorne oder halt, wie Tobi schon gesagt, ganz nach hinten. Ne? Also ein tolles Rad wirklich für Firmen. Also ja. Oder halt als wirklich als Fahrrad, das du dann nutzen kannst im Alltag als Ersatz für ein Auto, oder? Genau, also hier haben wir definitiv schon so einen Autoersatz, gerade für die Stadt. Das ist eigentlich ein super Fahrzeug. Einkaufen, das ist quasi das Normmaß eines Einkaufskorbes hier bei Globus in Kaiserslautern. Wenn du einkaufen gehst, das ist ja schon ein Rieseneinkaufskorb, den du reinkriegst und du kannst ja noch überladen. Und du brauchst dir auch keine Gedanken zu machen, wenn du mal eine Bierkiste kaufst und so weiter, die geht auch rein. Auch noch cool. Eine Größe für, also eine Rahmengröße für alle Größen. Hier kann jemand mit 1,60, aber auch einer mit 2 Meter sitzen. Also. Schön. Jo. Vielen Dank fürs Einschalten. Da ist es das Lastenrad von Riese und Müller in der Ausführung mit einer großen Cargo-Box. Das Ganze natürlich abschließbar für knapp, ich gucke noch mal kurz drauf, 8.628,30 €. Aber ich sag mal, im Vergleich zu einem Kraftfahrzeug, wenn du jetzt ein Auto kaufst und so weiter, ist es gerade zu günstig. Genau, also gerade wenn wir bei der E-Mobilität sind, sind wir da, glaube ich, noch ganz gut dabei. 1000 Watt schon, Akku, größter Motor, alles drum und dran. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin mal sehr gespannt. Ich finde es geil und da werden Leute aber wieder kommen, ja, aber fast 9.000 €. Also wir können auch hier die Einstiegsvariante für locker um die 7 noch was halt hinkriegen, wenn wir das nicht so viel draufknallen. Und man muss auch dazu sagen, es gibt in vielen Bundesländern mittlerweile Hessen, Saarland, Baden-Württemberg, NRW, außer Rheinland-Pfalz momentan noch Förderung. Und da kann man ja auch noch mal ein bisschen was machen. Die Lastenräder werden wirklich mit einigen 1000 € gefördert. Genau. Die kommen ja mit dazu, das kriegt man auch ausgezahlt. Also nehmt das in Anspruch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und vielleicht in Kaiserslautern bei Konrad Green Bikes. Tschüss. Ja.